Ja, das wird eine zähe Nummer, ey. Eins mit Paderborn. Mafropanos Rückpass. Und der Ball ist irgendwie drin. Irgendwie drin. Wie ist das? Hä? Ich wollte gerade erstmal in den Chat gucken. Anton Mafropanos haut das Ding nach hinten. Ja, und da kommt Müller nicht mehr hin. Ich dachte zuerst, es wäre ein Müller-Fehler, aber es ist ein ganz klarer Mafropanos-Fehler. Weil Müller darf er mit der Hand nicht hin. Das ist ein Rückpass, er darf mit der Hand nicht hin. Steht da wirklich ein paar Meter weg vom Ball, erwartet nicht, dass der Ball kommt. Ja, das ist natürlich unpraktisch. Und jetzt kann Paderborn sich schön schon ab Minute 4 hinten reinstellen und irgendwie aufs Weiterkommen hoffen. Perfekt. Scharf rein. Boah, Perea vielleicht beim zweiten? Na Gott, Perea, steh auf. Fang nicht mit sowas an, Perea. Fang nicht mit sowas an. Ja, kriegst du auch zu Recht gelb für. Kriegst du zu Recht gelb für. Fang nicht mit so einer scheiß Schwalbenkacke an. Da war gar nichts, Junge. Legst dir den Ball zu weit vor, spürst einen Kontakt und fällst. Also die gelbe Karte finde ich echt wichtig. Auch wenn es unser eigener Spieler ist, aber die gelbe Karte ist wichtig. Sowas soll er erst gar nicht anfangen, Mann. Ja, und so kannst du bisher wirklich auch wenig vorwerfen. Ich finde, wir machen ein gutes Spiel. Wenn der Fehler nicht fällt, hat auch Paderborn eigentlich keine anderen Chancen gehabt aufs 1 zu 0, ne? Wäre der Fehler nicht, dann würde es hier halt entspannt 0-0 stehen. Aber so könnte das vor allem, je länger du es 1 zu 1 nicht machst, je länger es dauert zum 1 zu 1, auf das ich ja logischerweise hoffe, desto ekliger wird's. Weil wenn die irgendwann merken, oh, wir haben 60. oder oh, wir haben 70. immer noch 0 zu 1, dann stellen die sich, was ja auch okay ist als Zweitliges, dann stellen die sich zu 100% da komplett hinten rein, ne? Und dann wird's eklig. Also man sollte schon recht schnell das 1-1 machen, damit auch Paderborn wieder ein bisschen mitspielen muss. Boah, jetzt kriegt Guirassy gelb für Meckern. Ich hätte echt mal gerne, dass Labbadia mit den Spielern ein hartes Wort spricht. Ein hartes Wort spricht. Natürlich kann man das als faul pfeifen, aber wir kriegen doch eh die Ecke. Warum muss der Guirassy jetzt so ankacken? Warum? Das ist ein Fauler, wir haben doch eh die Ecke jetzt. Warum kackt er den Schiri so dumm an? Völlig berechtigte gelbe Karte. Ecke kommt, Guirassy. Ja, der Keeper. Der will das Labbadia echt gerne, oder hätte ich gerne von Labbadia, dass er mal ein hartes Wort spricht. Auch bei so einer Scheißwürdige wie die gelbe Karte wegen Schwalbe von Perea vorhin. Das sind so kleine Sachen, die müssen aus dem Kopf von den Jungs. Da muss mehr Professionalität her. Alle Emotionen ist ja schön auf dem Platz, aber da muss mehr Klarheit im Kopf herrschen. War sogar mit die gefährlichste bisher. Kurz gespielt, reingeflankt, Karso mit der Hacke und dann abgefälscht vor der kurzen Ecke. Ja, der hätte vielleicht sogar sitzen können. Ecke Nummer 12 war die gefährlichste bisher. Schöne Grätsche, Nata. Jetzt rutscht ein Anton aus. Ah, Jungs. Conte. Das muss eigentlich das 2-0 den gerade eben erst eingewechselten Platte sein. Schön gespielt, reingechippt und da ist er wirklich. Eieiei, und nimmt das Ding Volley. Guirassy hat sich die Bälle jetzt mittlerweile schon fast auf Höhe vom Mittelkreis ab. Führig-Fernschuss abgefälscht. Ecke Nummer 15. Meine Fresse, ey. Schnell ausgeführt, aha, Führig. Karasor und der Ball verhüpft dem irgendwie. Bleib mal dran, Führig. Ball rein. Ah! Das sah noch mit der besten Chance aus. Boah. Scharfer Ball rein von Führig und Guirassy. Rutscht das Ding über den Schlappen, ey. Rutscht das Ding über den Schlappen am langen Pfosten. Boah, natürlich auch nicht einfach zu nehmen, aber mit ein bisschen mehr Glück steht es da 1-1. Und weißt du, klappt das mit diesem komischen Handbewegung da, dass es dann zu mir kommt und mich dann als scharf erkennt? Ja! Hat funktioniert. Ball kommt. Chill Dias.
Was für Hütte, Mann! Jay Diaz, Mann! Wer ist jetzt hier ein Flop, Mann? Wer ist ein Flop? Wer? Wer bitte? Wer? Boah, was ne Einstand! Was ne Einstand, Mann! Kriegt den Ball hoch zugespielt, nimmt ihn wunderschön runter, legt dann Paderborner vorbei. Und dann rechts vom 16er mit dem linken Fuß robbenartig fupp vorbeigelegt. Lange Ecke. Boah! Was ne Hütte! Junge, über 400 Zuschauer, ey. Die haben auch mitbekommen, dass hier gerade ein Traumtor gefallen ist, ne? Zweiter Ball ist bei Haraguchi. Abschluss vielleicht? Ne, legt nochmal hoch. Chill Diaz nochmal. Nochmal abgefälscht. Die kriegt man nochmal. Nochmal Eckball. Nochmal Eckball. Komm jetzt. Das ist auf jeden Fall die letzte Aktion. Das ist auf jeden Fall die letzte Aktion. Pascal Stenzel. 450 Zuschauer, Alter. Ist das krank. Ist das krank. Neuer VfB-Rekord, glaube ich. Ja! Ja, Mann! Ja! 90 plus 5! Seru! Jetzt verstehe ich die fast 500 Zuschauer auch. Jetzt weiß ich, wo die herkommen. Ich habe die Labels, SkyGo. Jetzt weiß ich, wo die herkommen. Ist das abartig. Ist das abartig. Wir kommen weiter. Wir kommen weiter. Wir kommen weiter. Ecke Nummer 16 oder sowas ist die erste wirklich richtig gute. Stenzel auf Girassi und drin. 2-1. 2-1. 95. 95. Wir stehen im Pokal-Viertelfinale. Nach so einem Krampf. Nach so einem Krampf. Pfeift nochmal an. Jetzt den Ball noch wegbekommen, wäre ganz nett. Pascal Stenzel lässt das Ding zu. Ja, Abstoß. Stark, Stenzel. Jetzt ist aus. Mir tun die Paderborn-Fans extrem leid. Mir tun die Paderborn-Fans extrem leid. Am Ende des Tages ist es verdient. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Waren immer am Drücker, ohne die klaren Chancen zu haben. Aber hier jetzt irgendwie 17-1 Ecken oder sowas. 70% Ballbesitz. Wahrscheinlich am Ende 12 Torschüsse oder sowas. Wir kommen hier verdient weiter, ne? Aber wenn du lange 1-0 führst, dann am 86. 1-1 kassierst, und da muss ich auch sagen, ich fand's berechtigt, sie noch zu geben, aber die Ecke kommt halt rein in Minute 94, 15 oder sowas, ne? Da kann ich schon verstehen, warum die Paderborner sich aufregen dürften darüber, dass sie noch gegeben wurde, weil eigentlich sind ja 94 Minuten angesagt, aber es ist ja eine Mindestanzahl, es ist eine Orientierungsanzahl, ne? Aber ich kann verstehen, dass es richtig wehtut als Paderborn-Fan oder für die Paderborn-Fans, deswegen auch von hier aus. Wir kennen die Situation, wir sind auch oft genug Underdog, oft genug Spiele noch unglücklich verloren. Tut mir leid für die, aber für uns natürlich unfassbar. Unfassbar. Chill Diaz und Girassi machen das 2-1 noch. Kurz vor Schluss, wir drehen das Ding, wir kommen im Pokal weiter. Nach einem Krampf des Wahnsinns, ey. Ich hatte wirklich lange das Gefühl, wir machen das nicht mehr. Wir schießen das 1-1 nicht mehr. Der letzte Pass hat gefehlt, der letzte Zug zum Tor hat gefehlt. Dann kommt eine Einzelaktion von Chill Diaz, geiler Einstand. Auch Haraguchi, ordentliches erstes Spiel gemacht für uns, ordentlicher erster Einsatz. Und dann die erste von 17 Ecken waren es, glaube ich, am Ende, fällt dann endlich rein mit Girassi. Unfassbar. Und es haben sich diese ganzen Auswärtsfans dort auch verdient. Jeder einzelne Auswärtsfan hat sich das verdient. Geile Stimmung in Paderborn gewesen. Und das ist wahrscheinlich, hoffentlich jetzt, dieser Schwung, dieser Last-Minute-Sieg, dieses Erfolgserlebnis, diese Euphorie ein bisschen, die man dann mitnimmt und dann hoffentlich auch, weil das ist auch wichtiger, klar, Pokal ist geil. Erstmal Viertelfinale 2016, nehmen wir mit, ist alles geil, kriegen Geld, ne? Aber noch wichtiger ist, erster Heimsieg gegen Bremen am Sonntagabend. Und ich hoffe, dass das hier jetzt wirklich auch, ja, den Funken überspringen lässt. Dass das ein bisschen Euphorie mitbringt, ein bisschen Schwung mitbringt, das erste Erfolgserlebnis endlich. Und das ist vielleicht auch, klar, da kann auch Paderborn nichts dafür, aber das ist vielleicht so ein bisschen auch dann vielleicht der faire Ausgleich zu den Spielen davor. Weil Mainz hättest du gewinnen können vielleicht. In Hoffenheim musst du mit so einem Spielverlauf eigentlich gewinnen. 90 plus 4 ist Gegentor kassiert. In Leipzig kannst du sogar einen Punkt mitnehmen, wenn es ein bisschen glücklicher läuft. Und jetzt haben wir halt ein bisschen zeitlich, wie gesagt, ich fand es verdient am Ende des Tages über das Spiel gesehen, aber zeitlich natürlich 86. und 95.
hat sich da ein bisschen das Glück und Pech ein bisschen ausgeglichen bei uns in den bisherigen Labbadia-Spielen.